Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu diesem Ersteindruck. Ich spiele Dark and Darker, und zwar die Demo, auch Alpha-Test, wie auch immer man das hier nennen möchte. Das gibt es aktuell kostenfrei auf Steam, und so viele Leute haben mir gesagt, spiel das mal, ich empfehle dir das, dass ich gesagt habe, mache ich. Wie ihr seht, bin ich schon Level 3. Ich war schon 2-3 Mal drin, aber wirklich keine Sorge, ihr habt absolut nichts verpasst. In diesem Spiel stirbt man sehr, 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 sehr häufig. Und deshalb, alles, was ich dabei habe, ist tatsächlich auch am Anfang, also im Level 1 und so weiter, ihr habt hier wirklich nichts verpasst. Aber ich dachte mir, ist vielleicht nicht ganz verkehrt, wenn ich mir das erstmal so anschaue. Worum geht's? Wir sind in einer Welt voller Goblins und Zauberer und Barbaren und was nicht noch alles. Schwertkampf, Bogenkampf und Magie sind hier ein großes Ding. Und das Ganze gepaart mit Battle Royale Mechaniken und aber auch Extraction Shooter Mechaniken. In einer Welt, die so gnadenlos ist, wie man es kaum kennt. Und hier haben wir schon den ersten Spielercharakter. Schlägt der auf? Ich dachte, wir hätten uns geeinigt, aber gut. Willkommen in der PvP-Welt. Das wirklich Gute an dem Spiel ist, Matching-Zeiten, Ladezeiten sind so unfassbar kurz. Jetzt bin ich schon wieder in der nächsten Lobby. Genau, und darum geht's im Grunde. Wir schauen gleich nochmal auf die Minimap unten rechts. Ein Kreis schließt sich, das ist die Safe Zone. In dieser Safe Zone sollte ich möglichst die ganze Zeit über sein. Und bis zum Ende einer Runde bin ich noch nie gekommen. Ich vermute, dass dann irgendwann ein Ausgang kommt oder man der letzte Überlebende sein muss. Und das gepaart eben mit loote Feinde, loote Kisten und so weiter und hol teures, wertvolles Zeug raus. Und das kann man dann an Händler verkaufen, um dann eben mit besserer Rüstung reinzugehen. Darum geht's, Leute. Auf. Und hier zum Beispiel. Wir haben so einen Kerzenhalter. Den nehmen wir mit. Ich zeige euch gleich mal das Inventar, aber ich gehe in die falsche Richtung. Unten rechts seht ihr der weiße Halbkreis oder Viertelkreis, der da zu sehen ist. So, und hier haben wir meinen Rucksack. Da ist das ganze Zeug, was ich mitnehmen kann. Wie gesagt, bis zum Ende bin ich noch nie gekommen. Ich kann euch nicht sagen, was da passiert oder so. Aber irgendwie muss man hier rauskommen, nicht getötet werden und Spaß haben dabei. Na, wie wär's? Schauen wir mal, das ist schon eine bessere Richtung. Oh Gott. Genau, man kann schleichen, man kann sich in der Dunkelheit so ein bisschen verstecken. Ich kann auch die Fackeln, die hier an der Wand hängen, tatsächlich ausschalten. Es ist vielleicht nicht das beste Spiel, um das hier jetzt so zu zeigen, weil es doch wirklich, wirklich dunkel ist. Aber ich dachte mir, wenn mir das so viele Leute empfehlen... Ah ja, die spawnen hier irgendwo aus so einer Höhle da. Mal schauen, ob ich hier wegkomme. Was haben wir hier? Okay. Steintür. Was gibt's da drin? Hallo? Das ist irgendeine Superkraft, die ich hier habe. Können wir drüber reden, oder? Das werde ich ja wohl nicht schaffen, oder? Sind wir mal realistisch. Auch hier. Oh.
mal auf kurz. Oh, ich bin down. Leute, ja, also wer hier schnell gefrustet ist, wenn es darum geht zu sterben und so weiter, dann ist das vielleicht nichts für euch. Für Leute, die eine richtige Herausforderung suchen und die Bock haben, hier ein bisschen zu looten, zu kämpfen und immer wieder aufs Neue aufzustehen, um es nochmal zu probieren, für die ist das, glaube ich, genau das Richtige. Das ist leider eine Kombination aus vielen Dingen, die man einzeln schon nicht so super findet. Es ist sehr dunkel, es gibt Fallen. Für mich persönlich schwebende Gegner kann ich überhaupt nicht leiden. Und dann eben die Kampfmechanik, die an sich schon ganz gut ist, aber man merkt halt auch, da muss man sich erstmal so ein bisschen eingewöhnen ans ganze Blocken, Ausweichen und so weiter. Aber oh Gott. Ich kann durchaus den Reiz erkennen. Ihr seht's ja. Drei Feinde, da wird's wirklich schwer. Ja, sorry Leute, viel mehr kann ich euch hier nicht zeigen. So, wir können aber mal. Klasse, das Coming Soon. Hier kann man ein bisschen seine Klasse verbessern und so weiter. Es gibt Kämpfer, Barbaren, Kleriker, alle möglichen Sachen, das kann man sich am Anfang aussuchen. Hier ist mein Stash, das kennen wir ja auch aus Tarkov. Was habe ich mitgebracht aus den Raids und was nehme ich davon mit in den nächsten Raid? Dann haben wir hier auch die bekannten Händler. Da kann man dann sagen, ah, er verkauft ganz gern Rüstung und so weiter. Ich verkaufe ihm Rüstung oder er repariert was oder er hat Quests für mich. Kennen wir ebenfalls. Und er hat dann eben das, Leute, ihr wisst schon. Dann scheint mir Trade sowas zu sein wie der Flohmarkt bei Tarkov. Denn wir sehen hier, hier gibt es Member, also Mitglieder einer bestimmten Handelsgilde. Hier haben wir eine Gathering Hall. Ich bin der Meinung, das ist so ein bisschen was. Ah, da findet man Leute, Kompagnons, die einen hier unterstützen, irgendwie auf so ein Raid zu gehen. Dann kann man scheinbar seinen Charakter irgendwie anpassen, dass der andere Sachen macht in der Lobby und so weiter. Und dann gibt es hier noch einen Shop. Da kann man sich dann neuen Charakter kaufen. Und aufgespießtes Essen. Und was nicht noch alles. Wir springen jetzt nochmal rein. Ich sag jetzt schon mal, dieser Ersteindruck wird nicht sonderlich lang sein, weil ich glaube, die Spielmechanik an sich ist für euch klar. Aber jetzt 100 Mal zu zeigen, wie ich sterbe, ist vielleicht auch ein bisschen Quatsch für euch. Deshalb schauen wir es mal so. Teilt gern euer Wissen. Es sind bestimmt Leute da, die davon noch nichts gehört haben, die das interessant finden. Also wenn ihr irgendwelche Tipps habt und so weiter, dann immer raus damit. Ich behalte es auf jeden Fall auf dem Radar und schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ich habe heute die Demo runtergeladen und eine Stunde später kam auch gleich ein Update für die Demo. 150 Megabyte groß. Und ich bin echt gespannt, wie sich das hier entwickelt und wie gut das tatsächlich dann ankommt. Muss ich hier wirklich aufpassen mit den Fallen und so. Schuhe. Die zieht er sich gleich an, gar nicht verkehrt. Move Speed 3, Move Speed 5. Ziehen wir die mal an. Ich bin schon ziemlich angeschlagen.
Bogen. Muss mal immer ein bisschen schauen hier unten, wo ich tatsächlich lang muss. Das ist natürlich auch so eine... Ja, das können wir ausschalten. Falls wir uns eher im Dunkeln bewegen möchten. Ja, antike Rolle. Das ist der richtige Weg. Das ist der Weg, oder? Ja. Und dann kommt man in so einen Raum. Mal schauen. Ob ich hier irgendwie rauskomme. Ich befürchte aber, ich muss... Setz auf. Sauber. Oh, ich gehe in die falsche Richtung. Dann seht ihr, der rote Bereich, der kommt näher. Bleibt mir leider nichts anderes übrig, als hier lang zu gehen. Wenn die einzeln angreifen, ist es durchaus machbar. Das ist so ein bisschen wie in Kingdom Come Deliverance. Aber das Türenöffnen dauert halt und dann wird man angegriffen. Was haben wir hier? Use Shrine, Praying. Jetzt bete ich. Ich weiß nicht, inwiefern mir das hilft. Gesundheit geht nicht nach oben. Die ist zum einen hinter meiner Facecam zu sehen. Da ist das Profilbild des Kriegers zu sehen. Und aber auch der grüne Balken unter Sally Cooper in der Mitte. Hier ist schon jemand durchgekommen. Okay, das ist ein anderer Spieler. Machen es einfach mal. Ja, da habe ich scheinbar keine Chance. Oh, hast du aber Glück gehabt, Freundchen. Oh, jetzt hat er mich gleich. Der steht hier vor mir. Ach, da ist er. Was ist das hier? Escape. Ja, so kommt man raus. Leute, wer hätte es gedacht? Und da sitze ich nun. Level 4. Und habe das ganze Zeug mitgebracht. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich euch das zeigen kann. Bei bestem Willen nicht. So leicht kann es gehen. Also, der Kreis war jetzt schon recht klein. Und dann öffnet sich scheinbar irgendwie so ein... Also, dann kommt irgendwie so ein Portalstein aus dem Boden. Und den muss man aktivieren. Und das sind dann auch nochmal 5, 6, 7 Sekunden, die man da durchhalten muss. Und, so kommt man dann eben aus der Map. Sehr schön. Können wir dem was verkaufen? Das ist der Surgeon. Achso, warte mal. Ich kann dem nur verkaufen, was ich an mir habe, nicht was in meinem Stash ist. Wer will denn das hier haben? Filled with ancient writing that may uncover the secrets of the world or might just be the recipe for old-fashioned cake. Keiner weiß es, okay. Schauen wir mal. Not interested. Ja gut, da muss man dann a Treasurer schon eher vielleicht. Auch nicht. Collector. Der Herr, der möchte es haben.
15. Nehme ich. Und dann kann man schauen, dass man hier Sachen kauft. Was will er denn dafür haben? 14? Wie viel habe ich? Ich habe insgesamt 20. Ich würde sagen, wir springen jetzt noch einmal rein. Schön, dass das geklappt hat. Schön, dass ich das so zeigen konnte. Denn ich wusste selbst nicht, wie es weitergeht, wenn man denn ein Stückchen vorankommt. Aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, wäre es vielleicht nicht verkehrt gewesen, Verbände zu kaufen. Aber gut. Ja, Ladezeiten super, Matchmaking super. Wenn Tarkov so schnell laden würde wie das hier, oder wenigstens, lass es dreimal so lang dauern, dann wäre ich sehr glücklich, aber so bin ich leider nicht sehr glücklich. So, schauen wir mal eben. Da oben haben wir einen Spieler. Ja, wie hier so die Balance ist mit Leute, die Magier sind und dann halt magische Sachen auf einen ballern können. Im Gegensatz zu jemandem wie mir, der dann... der dann eben nur mit einem Schild und einem Schwert ausgestattet ist, kann ich nicht sagen. Also ich habe wirklich dafür noch nicht genug gespielt. Komm mal her kurz. Bin ich schon wieder down. Und damit ist alles weg. Der Helm, die guten Schuhe und ein Dolch hatte ich auch noch. Best Escape Artist of All Time. Okay, hier haben wir ein paar Spieler. Die bisher besten. Gibt es schon mal ein bisschen was? Sehr schön. So, es gibt normale kleine Truhen und es gibt welche, die sehen so aus. Sind dann allerdings quasi ein Monster. Da kommt eine Zunge raus und große Zähne. Ich glaube, in Dark Souls war das auch mal so ein Ding. Komm mal hier. Ist down. Ach, Leute. Aber ihr merkt schon, ich kann nicht aufhören. Eben auch, weil die Ladezeiten so kurz sind. Da ist der Frust dann halt so, ja gut, komm, warten wir nochmal 15 Sekunden, dann geht's weiter. Also das hier ist so ein bisschen, das ist die Lobby. Da kann man Otto streicheln, da freut er sich. Hier geht's auch irgendwo hin und dann geht's schon wieder weiter. Das ist wirklich, wirklich sehr positiv. Oh Gott. Ein bisschen Geld. Vom Inventar her erinnert es mich sehr an Marauders. Auch wie die einzelnen Items dargestellt sind und so. Also grafisch. Das ist alles so ein bisschen fitzelig irgendwie. Was bist du denn?
So, dann gibt es natürlich Items, die nur für gewisse Klassen verfügbar sind. Also wie der Hut zum Beispiel, der ist dann für den Magier oder Kleriker oder wie auch immer man die nennt. Das kann ich anziehen. Sehr schön. Ziehen wir mal die guten Schuhe an. Schuhe können wir mal eben schauen. Hier Move Speed, Armor Rating und Magic Resistance. Also sowohl bewegt man sich damit schneller, aber man ist auch besser geschützt. Ein bisschen Geld und ich höre hier immer noch Schritte. Heile ich mich mal kurz. Da kommt der Spieler. Kann man natürlich nicht trauen, aber versuchen kann man's. Ich muss weg. Rauf. Man sieht halt wirklich nichts. Also Dark and Darker, damit ist nicht zu viel versprochen. Fall stärkeres Schwert. Der ist schnell down. Da bin ich down. Leute, das soll es erstmal gewesen sein mit Dark and Darker. Das gibt euch, glaube ich, einen sehr guten ersten Eindruck, worum es hier geht und für wen das was ist. Und dadurch, dass das hier nur eine Demo ist, ich will da gar nicht sehr viel mehr weiter einsteigen. Also das hat mir erstmal gereicht. Das ist auf meinem Radar. Und jetzt schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Wenn ihr Bock drauf habt, wie gesagt, kostenlos auf Steam, Dark and Darker, aktuell die Demo. Und schreibt gern, was ihr davon haltet. Seid ihr dafür? Seid ihr für Schwertkampf und dieses sehr träge Gameplay, wo es langsam vorgeht und man 100.000 Mal stirbt? Also Leute, das war's. Wir sehen uns mit einem anderen Spiel und einem anderen Video wieder. Bis dahin. Ciao.